Und hier ist sie wieder, die 5-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5-Euro-Überraschungsshow. Ist 17 Uhr, Zeit für die 5-Euro-Überraschungsshow. Eine halbe Stunde lang kostet jedes Produkt jetzt nur 5 Euro für Sie, bis vor wenigen Sekunden noch viel mehr und in spätestens 2 Stunden auch wieder den normalen Preis. Eine goldene Regel gibt es noch, Sie dürfen jedes Produkt nur bis zu 5-mal bestellen, außer wir sagen was anderes. Mhm. Und Carsten und ich haben keine Ahnung, was da jetzt kommt. Die Einzigen, die wissen, was kommt, sind unsere Diana und unsere Moni und die rufen wir jetzt mal. Ja, ein riesen Spaß, diese Sendung, weil wir wirklich keine Ahnung haben, was hier jetzt drin ist. Was hast du uns denn mitgebracht, Diana? Dankeschön. Etwas für Badezimmer, für etwas fürs Badezimmer. Gesundheit, für... Ein Duschgel? Nein. Für die Zähne, das ist oder? Das ist eine Munddusche. Ja. Cool. Ohne Tank, ohne Kabel, ohne alles. Ohne alles. Eine Munddusche für 5 Euro, Carsten. Ja, das ist ein Hammer. Wir hatten früher so eine Munddusche bei uns im Badezimmer stehen. Die hatte so einen Tank. Genau. Und die hatte so ein Klotz. Das war stimmt, schwer und sperrig. Die kenne ich noch. Ja, ja. Und dann hattest du dieses Ding, da hattest du an so einem Spiralkabel dran. Ja. Und hat einen Höllenlärm gemacht. Ja, ja, sicher. Ja. Aber jetzt das Ganze einfach mal mit Handpumpe sogar. Aha. Das ist ja noch cooler. Also, wir reden von einer Munddusche mit Handpumpe. Und je nachdem, wie du pumpst, kommst du auf bis zu 2,1 Bar Wasserdruck. Das Boah. Fetzt dir die Schneidezähne weg, wenn du nicht aufpasst. Nein, Quatsch, Blödsinn. Aber das ist wichtig, Mundhygiene, finde ich. In der Tat. Und hiermit ist es perfekt. Ja, natürlich. Ja, Zähne sind mit unser kostbarstes Gut. Das sollten wir auch pflegen. Sie gehen sie auch 2-mal im Jahr zum Zahnarzt. Ganz, ganz wichtig. Das macht den Dreck so zwischen den Zähnen weg, wo man mit der Zahnbürste gar nicht so hinkommt. Spült alles weg und das für 5 Euro. Das ist da kann man für die ganze Familie mal zuschlagen hier. Ne? Das ist wirklich ein Knaller. Großer Wassertank mit 50 ml direkt am Gerät. Auch mit Mundwasser befüllbar. Ist natürlich auch ein Thema für den einen oder anderen. Mhm. Jetzt gucke ich mal gerade, wie viele Mundstücke wir haben. Das ist immer ein Mundstück drauf. Ne? Mhm. Kann man auch bei 5 Euro kann ja jeder seinen eigenen Munddusche haben. Ne? Ja, ja, ja. Ohne Strom, ohne Batterie, ohne alles. Ganz einfach mit Drücken. Und mit Wasser. Und der Melvin aus Meckenheim hat es getestet. Die Munddusche ist wirklich sehr zu empfehlen. Ganz ohne Strom funktioniert sie überall. Da sie nicht allzu groß ist, ist sie ein gern gesehener Reisebegleiter. Ist ja auf Reisen immer ein Problem. Also die Munddusche, die wir früher da hatten, die Kabel gebunden und so weiter, die konntest du natürlich nicht mal eben mitnehmen. Aber so eine Munddusche ist immer sinnvoll. Und die Bianca aus Otzberg hat es auch getestet. Ist eine super Ergänzung zu Zahnseide und den Basics bei der Zahnpflege. Hat sie völlig recht. Ja, so manche Dinge, die da so zwischen den Zähnen hängen, die kriegst du gar nicht so einfach raus. Eine Munddusche, gerade mit Mundwasser, ist natürlich mal eine richtig frische Angelegenheit. Ich möchte ohne dieses Teil nicht mehr aus dem Haus gehen, sagt der Matze aus Hamburg. Insbesondere, wenn man unterwegs ist und auf besondere Mundhygiene achtet, dann ist dieses Teil unverzichtbar. Da bin ich ganz bei dir, Matze. Finde ich toll. Sehr schön. Für 5 Euro. Ja, Mundhygiene ist so wichtig, ne? Ja. Hast du eine Munddusche zu Hause, Moni? Nee, nicht mehr, aber früher hatten wir das, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Aber ich überlege mir das gerade wirklich zu bestellen, weil hier ohne Kabel, das hat mich jetzt gerade echt überzeugt. Ne? Ja, weil ich bin viel unterwegs und man muss einfach auf seinen Mund achten. Ne? Ja. Das kommt sonst nicht so gut an, auch bei dem Gegenüber. Wenn man stinkt, das wäre es nicht so. Nee, ja, Mundgeruch ist was ganz Unangenehmes. Das ist einfach Wahrheit. Ich habe ein ganzes Arsenal an Zahnseide zu Hause. Zahnseide, diese Ich bin Spiezer umgesteigt da. Auf diese Bürstchen. Ja, die hat mir mein Zahnarzt auch. Empfohlen. Und die Zahnzwischenraumbürsten. Ganz genau. Ja, genau. Genau, ne? Und den hier dann. Ja, und das genau, ist halt aber das fehlt noch. Es gibt immer noch mal so einen zusätzlichen frischen Kick. Mhm. Ja, ein bisschen Mundwasser rein, so 2-3 Tröpfchen. Ja. Tank ist groß genug, reicht mal für einmal drüber. Und gerade wenn es um die Zahnzwischenräume geht, mein Zähneputzen ist eine Sache, die Zahnzwischenräume sind eine andere Sache. Das sieht ja auch super Sache. In der Hand. Ne? Da kommt man nämlich gar nicht mehr so unbedingt zwischen. Mhm. Zum einen gibt das einen unangenehmen Geruch, ich will es nicht vertiefen, aber es gibt einen unangenehmen Geruch. Und natürlich greift das entsprechend auch die Zähne an, wenn man da nichts gegen tut. Und deswegen sollte man mal ernsthaft drüber nachdenken. Für 5 Euro finde ich eine ganz tolle Angelegenheit. Ja? 2,1 Bar hast du gesagt. 2,1 Bar. Was sind Autoreifen? Hat glaube ich 2,4 Bar. Ne? So viel Druck kommt da raus. Das ist ja irre. Überleg mal. Und das hier mit Handkraft ganz, ganz einfach. Also genial. Vom Prinzip her habe ich noch nicht gesehen. Wusste nicht, dass wir sowas haben. Sehe das das erste Mal heute. Vor allem mit Handpumpe. Das ist echt eine coole Angelegenheit hier. So, wichtig wäre jetzt noch die Bestellnummer und die gebe ich Ihnen gleich noch mit auf den Weg. Das ist die Bestellnummer NX7255. Bitte die 569 nicht vergessen. Wir haben viele Neukunden.
gerade auch in diesem Jahr schon, gerade jetzt im Januar wieder. Deswegen sage ich es immer dazu, bitte die 569 hinter der Artikelnummer nicht vergessen. Denn dann wissen die Kollegen im Service Center, dass sie den günstigen TV-Sonderpreis bekommen. In dem Fall gerade mal 5 Euro für die Munddusche mit der tollen Handpumpe. Keine Batterie, kein Strom nötig und überall eine frische Mundhygiene. So soll das aussehen. Ja, schöner Artikel. So, schöner Artikel. Ja. Schöner Start in unsere 5-Euro-Überraschungsshow. Jetzt bin ich gespannt, was wir als nächstes bekommen. Vielen Dank, Diana. Bitte schön. Bitte schön. Was rappelt denn das? Das braucht jeder. Ja. Das braucht allerdings wirklich jeder. Ja, in der Tat. Ich habe schon wieder so eine ganze Kiste voll zu Hause. Mhm. Ja, kenne ich. Von Batterien übrigens. So. Und jetzt haben wir hier einen Batterientester. Ja. Und der ist so handlich, dass du den wirklich mal überall nutzen kannst. Auch da brauchst du keinen Strom und gar nichts. Gib dir mal 2 Batterien, mal zum Testen. Mhm. So, warte mal. So, Plus und Minus. So, jetzt pass auf, jetzt machen wir die mal gucken. Wie geht das? Du klemmst es einfach ein. Ach, perfekt. Das geht für alle Batterien. So. Für Doppel-A, Triple-A, ND oder sogar Knopfzellen vom Typ LR44. Mhm. Und dann hast du da diese Ampelanzeige da dran. Und die sagt dir dann, ob die Batterien voll sind oder leer. Also die ist randvoll. Ich hab's gleich. Ja, ist ein bisschen tricky zugegebenermaßen, aber dann. Weiß nicht, gehen wir mal die andere. Damit kann man Ordnung schaffen. Die meisten Leute, ich gehöre mich da leider auch dazu, wir haben die auch in so einem Glas, die auch ganzen randvoll. Batterien. Und da weiß man immer nicht, welche voll sind, welche leer sind, wie alt die schon sind. Hier kann man da einfach mal checken zwischendurch und unten schlechten ins, wie heißt es, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Ja, genau. Nee, das geht einfach. Wirklich. Ja, so, jetzt gucke ich mal gerade. Also das geht mit Doppel-A, Triple-A natürlich. Meine ist voll. Das geht aber auch mit Batterien Typ C, Typ D, die ganz dicken beispielsweise. Genau. Was ist das untere? N. N sagt man nichts. N und tatsächlich noch 1, und tatsächlich noch den Knopfzellen vom Typ LR44. Genau, das sind die LR44 sind diese gängigsten Knopfzellen, die man dann macht. Ja, der Sascha aus Burkhardsdorf schreibt, Gerät macht genau das, was es soll, konnte damit noch einige Batterien, die ich schon wegschmeißen wollte, weiter benutzen. Da meist bei einem Paarbetrieb nie beide Batterien komplett leer sind. Einfach und schnell, um seine Batterien zu testen und auszusortieren. Danach kann die ordentliche Entsorgung stattfinden. Ja. Wie oft nimmst du Batterien aus irgendeinem Spielzeug oder sowas raus oder aus irgendeiner LED-Kerze oder sowas und glaubst, die ist leer? Wenn du da mal genau mal hinschaust mit so einem Batterietester, ist die auf einmal noch halb voll. Für das Gerät an sich reicht es nicht mehr, aber für die Fernbedienung wird sicher noch mal für ein halbes Jahr. Und Batterien kosten auch Geld. NX4853 und die 569 ist die Bestellnummer hierfür. Sie sehen das hier an der Seite, dieses tolle Ampelsystem. Da kann man also wirklich ganz einfach sehen, wie voll die noch sind, ob man die noch weiter benutzen kann. Und was der Sascha geschrieben hat, habe ich auch festgestellt, dass du eben bei Geräten, die 2, 3 oder 4 Batterien brauchen, wenn das dann nicht mehr geht, kann es gut sein, dass 1 oder 2 davon tatsächlich noch voll sind. Ja. Die schmeißt man sonst einfach weg. Ja. Spart also auch noch Geld. Und schont die Umwelt. Was will man mehr? Toller Start in unserer 5-Euro Überraschungsshow. Jetzt darf ich wieder auspacken. Dankeschön. Hat ja viel mehr Spaß als der Umschlag. Warum grinst du so? Hoppala. Oh la la. Oh la la. Das hättest du gut gebrauchen können jetzt am Wochenende, glaube ich. Ja, Carsten war in wie nennt man das? Das nennt man Hamburg, oder? Im Spieleparadies. Im Spieleparadies, im Clubparadies in Hamburg unterwegs. Da waren ganz viele Leute, ne? Ja, hättest du gut gebraucht. Ja, 2, 3 sind da rumgelaufen. Und, da war schon richtig ordentlich was los. Und ja, ich muss zugeben, dass ich also schon ganz gerne mal so die Hand irgendwo auf der Hosentasche hatte. Ja. Ja, bevor dann also da im Gedrängel mal jemand sagt, ach, ja, komm mit, du frierst, klaut dir mal eben die Brieftasche. Das ist natürlich dann super ärgerlich. Dann haben sie das Bargeld da drin, dann haben sie ihre Karten da drin, dann ist die Krankenkarte, dann ist der Führerschein fort, dann ist die EC-Karte weg, Kreditkarte weg und so weiter. Und wie schnell ist damals Schindluder mitgetrieben? Denn gerade so eine Chipkarte, so eine EC-Karte, Kreditkarte und so weiter, die kannst du natürlich auch mal eben rucki-zucki dann auch mal mit so einem Handy dann auslesen. Sehen wir hier, ne? Naja, und das ist mit jedem handelsüblichen Handy geht das mittlerweile. Insofern macht es also ohne weiteres Sinn, die jetzt jemand in so eine Tasche reinzupacken. Nicht, weil die Tasche jetzt dieses Besondere ist. Sie trägt natürlich überhaupt nicht auf, aber hier ist ein sogenannter RFID-Blocker drin. Mhm. Und das ist nochmal ein extra Schutz vor das oder gegen das Auslesen von Chipkarten.
Das finde ich und es liegt ganz, ja, ganz einfach, ganz eng am Körper dran. Das sieht man also von außen gar nicht, auch wenn man das unterm Hemd oder unterm Pullover trägt. Für Reisen natürlich ideal, aber ich sag mal, überall, wo große Menschenansammlungen sind, muss man sich heute schützen. Und hier kann man das alles sehr gut verstecken und es ist sicher untergebracht, dass eben niemand diese Chipkarten von draußen ganz einfach mit dem Handy lesen kann und dann ihre persönlichen Daten klauen kann oder sogar Geld. Kann man sich auch quer über den Körper. Cross- oh, sehr modisch. Bodybag. Guck mal hier. Crossbag. Crossbag heißt sie, genau. Ja. Sehr stylisch. Schön. Sehr stylisch. Da will keiner mehr was. Fährst du in Urlaub dieses Jahr, Diana? Aber natürlich. Wo fährst ich du hin? Ich. Also, Juli Ibiza. Oh. Und Tee trinken und warte lesen, mal, warte ne? mal. Februar Paris und März Italien. Läuft bei dir, hier die Post. Hab schon alles nimm uns mit. Geplant. Nimm uns mit. Ich nehme mit meine Tasche. Gute Verarbeitung und Passform gerade für den Urlaub zu empfehlen, weil man alles Wichtige direkt am Körper tragen kann. Übrigens auch mal unterm T-Shirt. Da sieht noch nicht mal jemand, dass sie da überhaupt so ein Portemonnaie oder was dabei haben. Eben auch mal für Geld und so weiter eine super Angelegenheit, aber auch für andere Unterlagen. Nachdem man mir meine Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen hatte, gab es für mich nur eine Alternative, eine Gürteltasche zu erwerben. Das ist sinnvoll, liebe Renate aus Magdeburg. Erstmal ganz dumm gelaufen. Ganz das ist eine unfassbare Rennerei. Und man weiß ja nicht wirklich, mein gut, jeder, der es klaut, der wird ja einen Grund dafür haben. Der nimmt ja nicht nur die 20 Euro aus der Tasche, sondern bedient sich ja dann auch gerne mal an deinen elektronischen Dingern. So, bestell dir was hier NC8907 und die 569. Wir sind schon beim nächsten Artikel und das ist ein Preisalarm. Den bitte nur einmal pro Besteller. Wir machen das sehr effektvoll hier jetzt, ne? Mit dem Licht. Ja, gefällt mir sehr gut, Das machen sie erst seit zwei Wochen. Man darf Wochen. Das ja auch nicht übersehen. Das ist ja ein Highlight. Man darf es nicht übersehen. Na? So, pass auf. Das so, ist wollen wir mal sehen. Das sind Licht-UFOs. LED-Licht-UFOs. Wow. Unterbauleuchten sind zum das. Zum selber anmachen oder für zum Fernbedienen? Richtig. Finde ich richtig praktisch. Und ich weiß, du hast die zu Hause, oder? Ich etwas, so ähnliche. Etwas kleinere habe ich, ja. Aber die hier, die habe ich mir als Schrankbeleuchtung in den Schrank, eins unten, eins oben gelegt. Aha. Also oben eins dran mit so einem Doppelklebeband. Hier ist sogar ein Doppelklebeband dran. Stimmt. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Schrankbeleuchtung. Ehrlich zu sein, ich brauche sowas für meine Küche. Ich habe schon ein Hauptlicht, ne? Ja. Aber zum Beispiel, wenn ich muss meine deine Küchenlicht anmachen? Wenn ich spüle oder wenn ich koche, dann brauche ich immer extra Licht. Und, aber ich habe schon etwas so gesehen, das kostet normalerweise 30, 40 Euro. Hier bekommen Sie 5 Euro. Eine Lampe mit Fernbedienung. Nein, Sie bekommen zwei. Nein, Sie bekommen drei Lampen mit Fernbedienung. Das ist ein Dreier-Set. Drei dieser Lampen mit Fernbedienung, das ganze Set hier für nur 5 Euro. Das kann man dann mit der Infrarot-Fernbedienung an, ausmachen oder Helligkeit einstellen. Guck mal, oder sogar einen Timer. Hallo? Das ist halt Fernbedienung, ne? Gib dem Carsten niemals die Fernbedienung in die Hand. Oh, Moment. Hier ist die Fernbedienungshalterung. Die sind ja echt richtig hell. So, boah. Ja, weil die richtig hell hier, sehr gut. Super. Aber die sind dimmbar, das darf man nicht vergessen. Sie sind dimmbar, ganz genau. Ideal zum Ausleuchten von Stellen, wo kein Licht ist, wo man immer so einen Schatten drauf wirft. Wie bei dir in der Küche, wenn man abspült. Ne? Ja, oder bei meinem Kochen wirklich, dass immer ich stehe, dieses Licht steht hinter mich und das bedeutet, ich bin in meinem Schatten. Ja. Und mit solchem Licht, natürlich, das macht schon Sinn und das sieht wirklich gut aus. Weiß passt zu meiner Küche zum Beispiel. Ich glaube, viele haben weiß oder schwarz, das passt immer gut. Und Dreier-Set mit Fernbedienung, Sie kaufen heute für 5 Euro. Ich bin wirklich begeistert. Du weißt nicht, welcher Knopf, oder? Man kann es sogar noch erweitern. Also du kannst es, wenn du es mehrmals bestellst, jetzt auch noch mit einer Fernbedienung mehr davon machen. Aber wir haben ja Preisalarm. Das heißt, dürfen Sie leider nur einmal bestellen. Wir schauen mal auf pearl.de, was die normalerweise kosten. Da sehen wir, dass Sie heute 7 Euro fast sparen. Was bei uns hier im Preisalarm fast 12 Euro kostet. 12 Euro für eine, zwei, drei? Dreier-Set. Es ist drei Stück 12 Euro. Mit Fernbedienung. Mit Fernbedienung. Mit Fernbedienung. Mhm. Und das Ganze können Sie ohne Kabel verlegen, einfach festkleben. Aber das fertig. Ist Preisalarm. Leider nur eine. Einmal. Leider nur einmal bestellen, richtig. Also nur einmal drei oder dreimal eine? Ja. Nee, einmal drei. Einmal drei und Fernbedienung. Eine Fernbedienung, also vier Teile. Also einmal vier. Ein Dreier-Set, hier mit der Bestellnummer
NX6894 und die 569 für unseren Preisalarm heute. Dieses Dreier-Set und diese tollen Unterbauleuchten mit Fernbedienung. Das ist ja echt ein irrer Preis, oder? Also 5 Euro für so 3 Stück mit Fernbedienung ist ein Knaller. Ja. Ich habe für meinen, das war ein Vierer-Set, glaube ich, um die 25 Euro bezahlt. Ist und, eine Weile her, ja aber trotzdem. Also wir haben so Unterbauleuchten in der Küche festgemacht, da mussten wir erstmal ein Kabel hinlegen. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. In der Küche brauchst du einen blöden Stromanschluss, dann hängt dir wieder ein Kabel irgendwo rum. Ja. Fürchterlich. Also dann lieber sowas hier, auch mal für den Schrank und so weiter, als Pflanzenbeleuchtung cool. Ja. Also die kann man wirklich immer gebrauchen. Super Angebot hier, unser Preisalarm. Und jetzt darf ich wieder auspacken. Oder willst du mal auspacken, Diana? Du kannst. Ich habe diesen Produkt, also du kannst. Guck mal, was haben wir? Das ist gar kein Preisalarm. Das ist kein Preisalarm. Dürfen wir bis zu 5-mal bestellen. Das ist ein USB-Lade- und Datenkabel. Das hat auf der einen Seite einen USB-Stecker, auf der anderen Seite alles, was das Herz begehrt. Ein Lightning, ein Micro-USB und ein USB-C-Anschluss. Du hast dieses Kabel seit mehreren Jahren im Auto. Richtig. Das sollte Ihnen schon mal Qualitätsaussage genug sein. Diana hat das bestätigen. Ne? Das ist also unglaublich stabil, dieses Kabel hier, weil es eben hier Stoff ummantelt ist. Hier vorne an den Steckern, sehen Sie das? Da ist hier so ein kleiner Plastik, ja, so eine Plastikummantelung noch mal dran. Weil das ist die Stelle, wo Kabel eigentlich immer kaputt gehen. Dadurch wird das auch noch geschont. Und dann können Sie hier wirklich jedes gängige Gerät heutzutage anschließen, weil sie alle 3 Anschlussmöglichkeiten dran haben. Sie können sogar 3 Geräte gleichzeitig dran laden. Ja, zum Beispiel für mich, das ist super auch zu haben, wenn ich reise oder gehe zu Urlaub, weil dann muss ich nicht 3 Kabel nehmen. Ich nehme ein, zum Beispiel einen für mein iPhone, diesen für mein Typ C, für meine Headset, Kopfhörer und dritten für mein elektronische Bücher. Ja, super. Und wirklich langlebig. Monika, brauchst du auch solchen Kabel? Aber natürlich, sowohl zum Handy aufladen, als aber auch zum Daten hin und her transportieren. Und ich finde auch hier die Qualität richtig gut. Auch, dass man vielleicht, wenn Besuch kommt, immer den perfekten Anschluss hat. Weil das ist nämlich sehr wichtig. Wenn man keinen Akku hat, dann kann auch mal die Laune einfach im Keller sein. Ja, hat der Huber in Salzburg auch schon festgestellt. Ja. Sehr praktisch, wenn man Geräte mit unterschiedlichen Anschlüssen besitzt. Man überrascht auch manchen Besuch, wenn dieser das Ladekabel vergessen hat und gerade jetzt der Handy-Akku leer ist. Oh. Also das Problem kennt man in Österreich also auch. Ja, ist hier nicht anders. Ich habe mit Sicherheit, also alle 3 Varianten, die dabei sind, da habe ich Geräte zu Hause. Und dementsprechend habe ich eine ganze Schublade voll mit Ladekabeln. Ja. Ja, wenn du jetzt nur ein Netzteil hast, dann musst du dir mal überlegen, was lade ich denn jetzt eigentlich? Was lade ich zuerst? Ganz genau. Ja, ganz das ist ätzend. Hier hast du alle 3 Anschlüsse, die du brauchst. Micro-USB für die ganzen Android-Geräte. USB Typ C finde ich auch super. Hier immer so iPhone und so weiter. 13, 14. Lightning auch jetzt für die älteren iPhones. Und das mit 120 cm Länge, 1,20 m lang. Schön stabil ummantelt an den entsprechenden sensiblen Stellen nochmal zusätzlich verstärkt. Also so ein Kabel mal für 5 Euro ist ein Knaller hier. Und irgendwann können bis zu gehen 5 Kabel immer kaputt. Immer. Das hält richtig lange. Ja. PX2460 übrigens und die 569. PX2460 und die 569. Das dürfen Sie übrigens auch bis zu 5-mal bestellen gerne. Dankeschön. Wir machen weiter mit einem 4-teiligen Bürstenset. Och, guck mal hier. Ach, die sind so praktisch. Die sind großartig. Ach, das sind diese Aufsätze, richtig? Ja. Sind die Aufsätze für eine Bohrmaschine oder sogar einen Akkuschrauber, kannst du den haben? Der ist nicht dabei, den haben wir eben gefunden. Was? Das sind diese Aufsätze. Die haben einen entsprechenden Aufsatz hier für eine Bohrmaschine oder für einen Akkuschrauber. Und wenn Sie jetzt mal irgendwas bürsten möchten, geht das damit ganz hervorragend. Weil man es ganz einfach nur einspannen muss. Und dann dreht sich das Ganze natürlich deutlich schneller, als man das mit normaler Muskelkraft hinkriegen würde. Insofern macht es wirklich Sinn. Und es ist ein Vierer-Set. Ein Vierer-Set mit 4 für verschiedenen 5 Bürsten. Euro. Guck mal hier, so einfach sind die anzubringen. Ja. Für diesen Gartenmöbel, ne? Guck mal, es geht ja jetzt wieder los, dass man die Gartenmöbel hoffentlich bald mal wieder rausstellen kann. Mein Barbecue kann ich auch, meine Dein Grill? Grill, ich kann auch. Das sieht so schmutzig Fahrrad, aus hier. Mensch, guck mal, wie einfach das geht. Ganz ehrlich, wenn du Verfärbungen im Badezimmer und so weiter hast, ja, so Fliesen, Fugen oder ne? sowas, ja,
Da kriegst du damit, mal vernünftig sauber. Also alles das, was du jetzt im Frühjahr mal vernünftig sauber machen möchtest, wurde normalerweise... Ich mache normalerweise das mit meiner Zahnbürste. Mit der Zahnbürste? Mit der Zahnbürste. Dafür nimmst du mal Monikas Zahnbürste dafür. Also mach mal, ich nehme ihre Zahnbürste. Aber wirklich, du kannst Stunden so putzen. Aber mit solchem Set, ich glaube, das sieht, geht alles. Kannst natürlich so. Rucki-zucki, ja. Ja, überlegen Sie mal, wie doll Sie da schrubben müssen, um mit einer Bohrmaschine jetzt, sagen wir mal, sowas da, so diese typischen Fliesen, die wir alle auf der Veranda oder auf dem Balkon haben, die setzen ja nun mal Algen an und alles über den Winter. Damit kriegt man die ruckzuck richtig schön sauber. Und das ist so ganz Kuchen. Materialschonende Kunststoffbürsten sind das. Das wird also auch nicht zerkratzt. Moment, ich kann das balancieren, Oblig. Ja. Eine Sekunde hat es gehalten. Ja, das reicht doch. Ja. Also wirklich ein tolles Angebot hier. Cool. 5 € für das Vierer-Set. Ach, guck mal, der Andi hat gesagt, er verwendet es für Badewanne sogar. Badewanne, die hat doch auch das immer, auch die setzt sich dann auch immer ab. Ich gehe da immer mit dem Scheuerlappen und Scheuermilch ran. Aber da sitze ich natürlich eine ganze Weile. Mit sowas ist das ja super einfach. Weil Scheuermilch meine Allzweckwaffe ist. Geht immer, ja. Geht aber immer. Auch da musst du ordentlich rüber. Da musst du richtig rüber. Ja, ne? So. Und insofern mit so einer Bürste hier funktioniert das. Und die Borsten sind fest genug, um hart zum Schmutz zu sein, aber soft genug, um weich zur Oberfläche zu sein. Ach, ja, das hast du schön gesagt. Oder? Ja, muss man bei Gartenmöbeln keine Angst haben, man nennt dass die auch Farbe den Poeten abgeht. Also auch ein perfektes Valentinstaggeschenk, oder? Harte Seite, schau aber auch weiter Kerl. Schau mal, Schatz, ich habe deine Bürste für dich besorgt. Dankeschön, sehr nett. Jetzt kannst du viel besser das Badezimmer putzen. Sehr gerne. Ja. Muss ich nicht mehr deine Zahnbürste nehmen. Boah. Also, schönes Teil, probieren Sie es mal aus. Wie gesagt, mit einem handelsüblichen Akkuschrauber oder einer Bohrmaschine funktioniert das super. Ich würde einen Akkuschrauber nehmen, reicht von der Drehzahl voll und ganz aus. Und wie gesagt, die Borsten sind wirklich perfekt. Damit kriegst du, sag mal, so Gartenmöbel oder eben so ein bisschen Patina von Fliesen weg oder mal vom Geländer weg. Also alles das, was man mal vernünftig sauber machen will, kann man damit sauber machen. Auch so Fugen, denke ich mal so. Im Badezimmer, wenn die mal so ein bisschen Dreck ansetzen, dann sind die nicht mehr weiß. Hier kann man das Ganze super sauber machen. NX4796 und die 569 ist die Bestellnummer. Mein Gott, wenn ich dran denke, mein Fahrrad jetzt dann wieder rauszuholen und den ganzen Dreck da an den Speichen wegzumachen. Das ist ja wirklich viel, viel einfacher. Ich habe meins im Keller letztens auch noch mal gesehen. Darf man nach? Ja. Ich meine, bei dem Wetter jetzt will ich nicht Fahrrad fahren. Aber irgendwann, in nicht allzu langer Zukunft, ist es hoffentlich mal wieder soweit. Wegen mir, ne? Wegen mir sehr gerne. Ja. Ich bin soweit. Wir haben ich genug bereit, Winter gehabt. Zu bewegen. So. Und da kommen auch schon wieder Moni und Diana mit dem nächsten Produkt. Bitte schön. Oh, schwer. Zahn und Spaß, ne? Ja. Werkzeug. Wir haben eine Ratsche. Wir haben Bits. Wir haben Steckschlüssel. Steckschlüssel. Ist noch in der Kiste oder was? Und wir haben einen längeren Hals. Einen längeren Hals haben wir. Ein um die Ecke Schrauber nenne ich das. Ich sag's, Diana mal eben 4 Sachen in die Hand gedrückt. Eine Ratsche, diesen Winkelaufsatz. 5 € das alles kostet. Und das Zubehör und das alles für 5 €. Ja. Und das meinst du ernst? Ja. Guck mal, wenn ich jetzt hier was schrauben wollen würde, bei Diana und mir zwischen dem Stuhl. Ja. Geht nicht, passt nicht. Schraubenzieher zu lang. Jetzt kann ich hiermit um die Ecke schrauben. Sehen Sie das? Ha. Ohne, dass ich den Stuhl auseinandernehmen muss. Der alleine, mit dem komme ich nicht zwischen. Ist zu eng. Jetzt für Schubladen, wenn da 2 Schränke aneinander stehen und man muss dazwischen irgendwas schrauben. Das ist so genial, diese Welle alleine schon da, womit man dann eben, ich nenne es immer, um die Ecke schrauben kann. Passt übrigens auch tatsächlich auf Akkuschrauber und Bohrmaschinen. Das kann man hier ganz, ganz toll benutzen. Und Sie kriegen die Ratsche dazu und die Bits und die Steckschlüssel. Also ein Wahnsinnsdeal. Richtig gutes Werkzeug. Das habe ich noch nie in der 5-Euro-Show gesehen. Nur Aufsätze verkaufen wir oder das geht auch? Alles ist dabei. Alles dabei. Wow. Das ist die, flexible Welle. Ja. Oh. Sehr cool. Hätten wir bei deinem Umzug gut gebrauchen können, Diana. Weißt du noch, dein Kleiderschrank? Oh, der hatte so viele Probleme. Der ist so verwinkelt ich gewesen. Ich musste immer zum Baumarkt fahren und dann etwas kaufen, so kleine Aufsatz. Und das, wenn du kaufst, das ist wirklich sehr, sehr teuer geworden. Und ich habe immer den falschen gekauft und muss es immer noch machen. Danke. Moni, kannst du mir helfen? Wir haben keine Zeit. Ja, das bedeutet, ich muss warten und dann ich muss selbst noch fahren. Richtig.
aber blond. Mit diesem Set, ich könnte kein Problem haben. Ich habe den Verkäufer in der Eisenwarenabteilung, deswegen hat sie dauernd den falschen Aufsatz gekauft. Habe ich schon wieder das Falsche gekauft? Mensch, wie konnte das nur passieren? Wie glücklich ich bin. Ich brauche dringend eine gute Beratung. Fachkraft kannte sich nicht so gut aus. Daher weht der Wind. Naja. Also wirklich alles drin, alles dran. Vor allem haben wir hier die Schraubendreher mit verschiedenen Profilen. Das heißt also auch da können Sie mal entsprechend mal, also auch mal wirklich egal, was man da aufschrauben möchte. Ich behaupte, 99% von dem, was man schrauben will, kann man schrauben. Die Steckschlüsselaufsätze natürlich ebenfalls mit dabei. Und die flexible Welle ist auch mit drin. Mhm. Plus Ratsche, also perfektes Paket. Brauchst du nicht jeden Tag, aber wenn du es brauchst, bist du froh, wenn du es zu Hause hast. Bestell dir mal die ZX8064 und die 569. ZX8064 und die 569 kann man aber, wie gesagt, auch direkt an den Akkuschrauber dran packen. Die Aufnahme ist die gleiche. Ich finde die Idee schon wieder so innovativ mit cool, dieser ne? Welle. Ne? Habe ich vorher nie gesehen, aber ist so super ist praktisch. Ist um die Ecke gedacht. Ne? Ist um die Ecke gedacht, aber genau in die richtige Richtung. Wir machen weiter mit dem nächsten Schnäppchen hier. Sie sind mitten in der 5-Euro-Überraschungsshow, wo alles nur 5 Euro kostet für 2 Stunden oder bis es ausverkauft ist. Licht natürlich. So, cool. Was für ein cooles. Oh, das Moni ist in diesem coolen Licht. Licht. Ne? Ja, und cool. Vor allem, es ist schwarz. Ja. Es ist schwarz. Ist mein Licht. Wie machen wir das denn an? Ach, hier oben. Also, das Licht ist eher hell. Du meinst, die Lampe ist schwarz. Aber das ist zu hell im genau, Studio, Carsten, oder? Das meine ich. Ich glaube auch, es ist zu hell im Studio, Diana, oder? Okay, ich helfe euch. Hahaha. Sehen Sie mal, wie hell diese Lampen sind. Sehr rhythmisch klatschen. Absolut kabellos. So, aber zurück zum Thema. Jetzt guck mal hier. So, eine schöne Halterung natürlich mit dabei und ganz einfach rausnehmbar. Zack, oder wieder reinsetzbar. Das heißt, auch mal eben als Taschenlampe, wenn Sie möchten, kurz mal eben was gucken. Zack, 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 zurück in die Halterung. Oder eben auch mal als Nachtlicht, denn das Ding hat einen Bewegungsmelder, oder? Richtig, hat einen Bewegungsmelder. Und weil das in so einem Kugelhalterung drin ist und kugelförmig ist, kann man das wirklich in jede Richtung drehen, ganz individuell. Man muss kein Kabel dran machen, weil das mit Batterien funktioniert. Finde ich immer sehr, sehr praktisch. Und wie gesagt, es ist ein Nachtlicht. Wenn Sie irgendwo im Dunkeln unterwegs sind, geht das automatisch an. Und Sie können es einfach rausnehmen und als Taschenlampe oder Wegelicht benutzen. Überall anbringbar und eben auch als Handlampe. Ja, was auch cool ist, ist das hier, guck mal. Stimmt. Oh nein. So. Also es ist ein perfektes Teil. Ich finde sie sehr hell. Sie ist akkubetrieben. Wissen wir, wie lange der Akku hält? Ich gucke gerade. Also 30 Sekunden Leuchtdauer nach erkannter Bewegung. Oh, danke. Sehr praktisch. Ja. Guck mal, so schön hell ist das. Aber kann ich jetzt nicht sehen, aber das kann ich viel benutzen, weil es ja wirklich also kaum Watt hat, weil wir es wissen, alles LEDs sind. Steht und fällt natürlich auch mit der eigentlichen Leuchtdauer. Also Batteriebetrieb. Batteriebetrieben. Das heißt, wenn man das natürlich jetzt irgendwo da dran packt, wo man ganz einfach keine Steckdose zur Verfügung hat oder keine in nächster Nähe ist, wo man trotzdem eben dann mal so eine vernünftige Lichtquelle braucht, hat man immer eine zur Hand. Und das Schöne ist, über den Bewegungsmelder geht das Ganze automatisch an, entweder nach 30 Sekunden wieder aus, wenn man den Raum verlassen hat, oder bleibt eben so lange an, wie eben Bewegung im Raum stattfindet. Oder man macht es als Dauerlicht. Ist natürlich auch eine schöne Geschichte. Aber mit der praktischen Halterung super. Und es ist super leicht rauszunehmen, dass man hier mal eben entweder aufladen kann oder mal eben eine zuverlässige Lichtquelle zur Hand hat. Starkes Ding hier für 5 Euro, super. Ja, man kann das ja auch so schön so unter Zimmerpflanzen tun. Ne? So illuminieren, so von unten, wenn man so einen Gummibaum hat oder sowas. Also richtig schönes Licht ist das. Weil man es halt hier auch in alle Richtungen drehen kann und genau dahin ausrichten kann, wo man das gerne hat. Der kabellose LED-Strahler mit Bewegungssensor hat übrigens 100 Lumen. Und der Will aus Schlüchtern schreibt, wenn man nachts durch die Wohnung geht, ist es wunderbar, wenn automatisch das Licht angeht. Das kann ich mir. Ja, ich habe mir vor ungefähr 4 Wochen den Zeh fast abgerissen. Ah. Mein Bett. Der ist noch dran. Schnell, ne? War nicht mal gebrochen, aber es fühlte sich wirklich ganz, ganz furchtbar an. Ja. Viel Spaß für 2 Wochen. Aber NX9383 und die 569 ist die Bestellnummer. Das war sie wieder, unsere 5-Euro-Überraschungsshow. Jetzt liegt es an Ihnen. Sie müssen schnell sein, damit Sie an diesen 5-Euro-Preisen profitieren können. Also, nichts wie ans Telefon und dann viel, viel Spaß damit. Tschüss.